Was geht ab, Freunde und Supporter und liebe Assassin's Creed Fans? Alle halbe Jahre wieder, gefühlt, ist es soweit, dass es Gerüchte gibt über das nächste Assassin's Creed. Kommt es dieses Jahr? Kommt es nicht? Wird es groß? Wird es nicht? Wo spielt es? Wer spielt in dem Spiel mit? Und so weiter und so fort. Und auch jetzt, seit Wochen, sind wieder übelste Gerüchte im Umlauf. Und jetzt so ein bisschen verdichtet es sich. Ich meine, die E3 steht kurz vor der Tür. Also lange müssen wir nicht mehr warten, um wirklich Klarheit zu bekommen. Aber dieses Spekulieren und Philosophieren und drüber diskutieren und so weiter, das macht alles richtig Spaß. Und das gibt es ja auch jetzt schon seit Jahren hier auf dem Kanal, dass ich immer wieder Gerüchte-Videos mache oder Informationsvideos zum nächsten Assassin's Creed mit euch diskutiere, was könnte kommen und so weiter. Oftmals war es eher so, dass wir dann zumindest in den Sachen, was könnte kommen, ein bisschen zu sehr geträumt haben. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass vielleicht Desmond und so weiter zugekommen ist. Solche Sachen hatten wir auch schon alles besprochen. Es macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich sag's ja immer wieder, glaube ich. Aber es ist einfach so. Es macht einfach Bock, mit euch darüber zu diskutieren, was ihr so für Vorstellungen habt. Und ich freue mich dementsprechend, so ein Video zu machen. Lasst gerne Feedback da, auf jeden Fall zu dem Gesagten, ist klar, was eure Erwartungen sind. Eine Bewertung wäre auch super mega geil, ist klar, Unterstützung ist immer sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich sag's vorweg, ganz klar, Gerüchte heißt, es muss nicht eine einzige Sache davon stimmen. Es kann vieles davon stimmen, es kann vielleicht sogar alles stimmen. Wir werden es, wie gesagt, bald herausfinden. E3 ist nicht mehr weit und dann wird Ubisoft ankündigen, was Fall ist, was Sache ist einfach, ja. Meine Vermutung, ich sag's vorweg nochmal, meine Vermutung war ja eher, dass wir jetzt, wenn wir Assassin's Creed nochmal dieses Jahr sehen, nicht in einem großen neuen Spiel in der Größe von Origins bekommen, sondern vielleicht so eine Art großes Add-on oder Standalone, so wie es vielleicht Uncharted bei Lost Legacy gemacht hat, in dem Bereich. So, das, keine Ahnung, Origins ging jetzt, ich sag mal jetzt 30 Stunden, je nachdem wie man ausgiebig das gezockt hat, und dass vielleicht das Add-on für dieses Jahr dann 15 geht oder sowas, oder das Standalone. So war meine Vermutung. Ob das eintrifft, werden wir sehen, weil halt, wie gesagt, diese Entwicklungszeit für Origins war so krass groß, dass ich mir nicht vorstellen kann, zumindest aktuell, wer weiß, wie gesagt, dass wirklich in dieser Größe und in diesem Ausmaß und in diesem Entwicklungsgrad, was bringen wir Neues in die Serie, dass dieses Jahr direkt schon das nächste krasse Ding kommt. Wir werden sehen. Ja? Ich meine, die haben mehrere Studios und auch in diesem Spiel arbeitet ein anderes Studio. Und laut Gerüchten zumindest. Und wir werden einfach mal sehen. So, genug davon. Gehen wir mal die ganze Sache durch. Das erste, was wirklich schon sehr, sehr lange als Gerücht herumkursiert und schon hier und da gut angedeutet wurde, dass das nächste Assassin's Creed in Griechenland spielen soll. Ja, zur Flavischen Dynastie steht hier in diesem Gerüchtebeitrag, den ich aus dem Reddit habe. Ihr könnt es selber nochmal nachgucken. Alles auf Englisch, aber naja, Business Englisch ist am Start. Ich konnte mir das doch halbwegs mit Google, nein, Spaß, ich konnte mir das selber schon übersetzen. Gut, dann soll es angeblich 2 spielbare Charaktere geben. Aber man kann nur einen pro Durchlauf spielen. Das heißt, man kann jetzt nicht einen fliegenden Wechsel machen wie bei GTA 5, sondern einen pro Durchgang im Spiel. Jetzt könnte man sich natürlich denken, ja warte mal, aber wenn man jetzt mit beiden die fast gleiche Story erlebt, ist jetzt doch ein bisschen langweilig. Es soll Überschneidungen geben, das, keine Ahnung, Plot Points und so weiter. Also das heißt, wenn jetzt ein großer Boss oder sowas besiegt wird, dass es da Überschneidungen gibt, aber die schon eine gut unterschiedliche Story haben. Was mir so bei dem Punkt in den Kopf kam, ist so ein bisschen GTA 4 mit den DLCs. Das heißt, damals hat man ja zum Beispiel diese Bankmission, kann ich mich noch erinnern, in GTA 4 hattest du ja mit Niko Bellic als Hauptcharakter des Hauptspiels, hattest du ja, aber dann kam auch der Typ aus Ballad of Gay Tony und wie hieß der andere DLC, die hatten ja irgendwo in der Story so Überschneidungen. So stelle ich mir das so vor, vielleicht noch ein bisschen mehr Überschneidungen als in den GTA Stories, DLCs, aber wer weiß, so ungefähr. Natürlich werden die andere Skills haben, ist klar, auch andere Adler Visions, das heißt, ja, andere Sichten des Assassins, jeder hat seine eigene anscheinend. So, dann, ja, sollen Schifffahrten wieder ganz, ganz groß zurückkommen. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es so groß angepriesen wurde, weil es gibt ja noch dieses Skull and Bones, was glaube ich auch verschoben wurde von Ubisoft, wo ich dann dachte, alles klar, die wollen es so ein bisschen ausbreiten auf ein eigenes komplettes Spiel. Ich habe nichts, also ich habe nichts dagegen, ich freue mich drauf, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Dann soll es
Unity, also wie in Assassin's Creed Unity, Möglichkeiten geben, dich zu kleiden, dich ja, darzustellen, wie du es möchtest. Das heißt, natürlich wieder Farben, natürlich verschiedene Kostüme, dass du verschiedene Bereiche des Körpers ändern kannst. Das heißt, dass du Handschuhe anpassen kannst, unabhängig von dem Oberkörper oder den Schuhen und so weiter. Also, dass es wirklich in diese Richtung noch mehr geht. Und in Unity muss man ja sagen, gut, dem einen hat es gefallen, dem anderen nicht. Es gab auf jeden Fall mehr Möglichkeiten als, keine Ahnung, zum Beispiel in Origins jetzt. Gerade mit den Farben und so weiter. Klar, gut, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, wenn er da mit einem Feder, mit einer Feder im Kopf durch die Gegend rennt, oder beziehungsweise einer Kapuze durch die Gegend rennt, in einem grünen Outfit, hellgrün. Sowas gab es dann halt auch. Klar, ein bisschen abgedrehter, ein bisschen sehr, sehr bunt für einen Assassin, aber ey, wie gesagt, es ist immer cool, zumindest die Möglichkeit zu haben, deinen Charakter eigenwillig oder ja, selbstständig umzugestalten. Das finde ich eigentlich ganz gut. So. Dann gibt es wieder Stealth-Möglichkeiten in der Umgebung, beziehungsweise auch in den Menschenmassen, ja? So wie halt in AC2 damals zum Beispiel. Dann kommt das Brotherhood-System zurück, das heißt, ja, Verwaltung deiner Bruderschaft, was ja schon angedeutet wurde in den DLCs und auch in dem Hauptspiel am Ende von Origins, dass halt im nächsten Teil es sehr um die Bruderschaft geht. Dementsprechend wäre das natürlich passend. Das wäre zum Beispiel so ein Gerücht, wo ich sage, ey, das passt genau zu dem, was wir schon gesehen haben, was wir schon gehört haben im Spiel selbst. Im nächsten Teil soll es in die Bruderschaft. Gut, der DLC hat so ein bisschen angerissen, aber ich stelle es mir halt wirklich vor, dass du eine große Bruderschaft hast, dass du der Boss bist, dass du den Leuten Aufträge geben kannst, dass du die Leute verbessern kannst und so weiter. Das soll es auch angeblich geben, dass du deine Crew ausbauen kannst und so weiter. Dann soll es das Renovierungssystem wieder geben, dass du ja, Gebäude renovieren kannst, dass du Sehenswürdigkeiten kaufen kannst, dass du ja, einfach die Gebiete oder die Häuser, die du gefunden hast oder befreit hast, je nachdem, dass du die einfach ausbauen kannst, ja. Auch das hatte ich ja gesagt, schon vor kurzem jetzt in Assassin's Creed Rogue, die Let's Play, dass ich das feiern würde, wenn sowas wieder zurückkommen würde, weil ich finde, auch das finde ich einfach ganz geil. Ich mag das einfach, die Welt nicht nur zu befreien, sondern auch irgendwie im optischen und im Wohlsein der Bevölkerung zu agieren und denen ein bisschen zu helfen. Dann natürlich kriegst du dann selber wieder Cash rein, kannst dann neue Upgrades kaufen und so weiter. Finde ich geil. Crafting ist natürlich auch wieder mit dabei, soll noch ausgebaut werden. Dann soll es Kämpfe geben gegen mystische Monster und legendäre Schiffe. Was das jetzt heißt, werden wir sehen. Was heißt mystische Monster? Das ist schon wieder so ein Punkt. Wird es jetzt separat in einem DLC sein? Oder wird es in der eigentlichen Story sein? Weil mystische Monster. So. Gut, wenn man jetzt an Griechenland denkt, könnte man schon auf die ein oder andere Monster-Fratze kommen. Aber ob das jetzt im richtigen Hauptspiel ist, weil das wäre jetzt zum Beispiel sehr, sehr abgedreht. Ich meine, das hatte ich damals schon zu Origins gesagt, wo es dann plötzlich darum ging, dass wir Flammenschwerter haben und so weiter. Also so ein bisschen mehr von der Realität weicht das schon ab. Ich fand es zum Beispiel ganz geil im zweiten Origins DLC, dass du dann gegen riesige Skorpione und so richtig abgedrehte Welten warst. Wenn die das so machen, dass du das separat hast von der Hauptstory, finde ich das ganz geil. Wenn jetzt die Hauptstory wirklich immer abgedrehter wird mit übelsten riesen Monstern oder sonst was, halt noch mehr Witcher-like. Weiß nicht, ob ich das bei Assassin's Creed feiern würde. Wie gesagt, separat, so DLC-mäßig, gerne. Aber mal gucken, ob es stimmt, ob es kommt, wie es kommt und so weiter. Dann ist ein Punkt, was ich nicht ganz verstehe, dass Rauchbomben zurück sind. Origins gab es auch Rauchbomben. Das Waffenrad soll zurück sein, das heißt, ja, dass du halt im Kampf oder währenddessen oder danach, je nachdem, ja, die Waffen durchwechseln kannst, dass es dann wahrscheinlich auch wieder mehr Waffen gibt. Ja, dann soll es eine Mischung zwischen Parkour und Origins Gräbern geben. Ist halt die Frage, was sie damit meinen. Also es gab ja zum Beispiel in AC2 Gräber, beziehungsweise diese Tempel, wo du diese Scheiben bekommen hast, wo du sehr viel klettern musstest. Das waren für mich immer die geilsten Sachen.
Vielleicht gibt es dann halt auch eine Mischung aus denen und halt so klassische Gräber. Mal gucken, was das heißen soll. Dann soll das Spiel 2018 kommen. Gut, dann soll die Karte beinhalten, und jetzt muss ich ganz aufpassen auf die Namen, das zu übersetzen. Ist nicht immer so einfach. Dann soll die, also die Karte soll beinhalten Achaea oder Achaea, Makedonien, Epirus, Thrakien, das Ägäische, Ionische und Asiatische Meer. So ist meine Übersetzung. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Mal schauen. Es gab auch so einen kleinen Screenshots von der Welt, von der Map. Den kann ich jetzt natürlich auch mal einblenden, damit ihr seht, was da so vielleicht... Aber das ist halt so ein kleiner Screenshot, da ist jetzt nicht wirklich was zu erkennen. Dann soll das Zielsystem, also das Missionszielsystem, ähnlich sein wie bei Ghost Recon Wildlands. Und da muss ich ganz stark bleiben, weil Ghost Recon Wildlands ist für die Art von Spiel, die ich von einem Assassin's Creed erwarte, kein gutes Beispiel. Absolut kein gutes Beispiel, weil Ghost Recon Wildlands ist für mich ein Koop-Spiel. Ich gehe in die Welt und mache mal ein paar Ziele, und Assassin's Creed soll für mich eine epische, großgezogene Story erzählen mit geilen Charakteren. Also komplett unterschiedlich. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, dass sie von Ubisoft kommen und Open World. Das sollten die einzigen Gemeinsamkeiten sein, finde ich. Und vielleicht beide sollten gute Grafik haben. Aber es soll so ein Zielsystem haben, dass zum Beispiel, wenn du ein Gebiet befreien willst, dass es reicht, wenn du Bock hast, 3 von 6 Leuten nur zu beseitigen und nicht alle 6. Was für mich persönlich, wenn der Punkt stimmt, nicht gut ist. Weil... Und das ist das große Problem, was kommen könnte bei einem storybasierten Game. Beim Ghost Recon ist okay, beim storybasierten Game, wenn es heißt, du musst nur 3 von 6 Zielen ausschalten, heißt es, die anderen Ziele sind unwichtig, die sind so uninteressant, die können auch wegbleiben einfach. Das heißt es für mich. Deswegen finde ich diesen Punkt nicht gut. Allerdings sollen die Gebietsbosse für beide Charaktere gleichstellen. Das heißt, die anderen Charaktere, die du vorher beseitigen musst, die Unterbosse, die können unterschiedlich sein, je nach Charakter, aber die Obergebietsbosse, die sollen gleich sein. Dann sollen die Templer und Römer den Apfel benutzen, um die Leute weiter zu unterdrücken und ihre Propagandamaschine an Start zu bringen und so weiter. Das heißt, der Edenapfel ist am Start. Oder, ja, wie gesagt, alles im Rahmen der Gerüchte natürlich. Dann soll es für die Schifffahrten und dein eigenes Schiff viele Möglichkeiten geben, das zu verändern. Das heißt natürlich neue Waffen, bessere Waffen, mehr Rüstung, mehr Schutz und so weiter. Und das soll man alles in dem In-Game, ja, im In-Game machen können. Was man aber in einem In-Game-Shop machen kann, was das auch heißen mag. Ich hoffe nicht, dass da irgendwelche Bezahlsachen sind oder so. Aber ihr könnt natürlich auch die Farbe, die Segel, die Crew austauschen bzw. anders aussehen lassen und so weiter. Ein eigenes Emblem machen und so weiter. Und das soll in einem In-Game-Shop passieren. Was genau das passiert, was das heißt, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Dann soll es ein Flottensystem geben. Das heißt, es wird auch spezielle Missionen geben, wo du mit Schiffen von deiner Flotte agieren musst. Du kannst ihnen Befehle geben, du kannst auch die natürlich ausrüsten und verbessern. Dann ein weiterer Punkt, dass du, wie gesagt, deine Robe und so weiter verbessern kannst, beziehungsweise auch verschiedene Farben und so weiter, das hatten wir aber schon. Dann auch die Möglichkeit, wieder in Menschenmengen unterzutauchen. Das Markierungssystem der Ziele soll ähnlich sein wie in Unity, falls ihr euch da noch erinnern könnt. Also ihr merkt schon, von welchem Entwickler das wohl kommen mag, das Spiel. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, wenn das Brotherhood-System zurück ist, gibt es natürlich Möglichkeiten, Verbündete zu rekrutieren. Das heißt, du kannst normale Leute holen, du kannst normale Leute kaufen, andere Fraktionen kaufen, beziehungsweise mit denen zusammenarbeiten. Was das heißen mag, werden wir sehen. Vielleicht geht das dann wieder in diese Huren-, Diebe- und Kämpfer-Gilden-Sachen oder so. Kann sein. Und wie gesagt, Brüderschaftsmitglieder von den Assassinen könnt ihr natürlich auch rekrutieren. Viele soll es zu finden geben bei deinem Unterschlupf oder bei deinem eigenen Schiff, aber die meisten werdet ihr anscheinend im Laufe der normalen Story finden. Also wenn ihr jetzt gerade ein Gebiet befreit, dass ihr dann durch ein Zufall-Event stolpert und dort dann neue Charaktere heranschaffen könnt.
So, dann gibt es noch, wie gesagt, die Möglichkeit, nachdem ihr ein Gebiet befreit habt, dass ihr da, wie gesagt, Läden renovieren könnt und so weiter. Crafting soll natürlich auch wieder mit dabei sein. Das heißt, du kannst deine Ausrüstung verbessern für mehr Lebensenergie, mehr Schaden etc. Und natürlich auch Waffen verbessern. Auch hier soll es wieder dann Zusatzelemente geben, wie Gift, Feuer, Frost, Blutungsschaden und so weiter. Also, wie gesagt, so Rollenspiel-Style. Ihr könnt natürlich auch wieder Gegenstände, Verbrauchsgegenstände herstellen, Pfeile, Rauchbomben etc. Dann Waffenrad habe ich schon erwähnt. Es wird wiederholbare Missionen geben, was auch aber heißt, dass es kein New Game Plus gibt, weil ihr halt auch die ganzen Errungenschaften nicht übertragen könnt auf den anderen Charakter. Auch der Punkt, wenn das jetzt so stimmt, mal gucken. Es wäre natürlich schlau, es wäre halt auch ganz geil, dass sie New Game Plus drinne behalten. Ich weiß, dass viele gerne das machen. Und es ist ja auch geil, wenn du einen Durchlauf hast und dich so geil aufgepumpt hast, dass du im nächsten Durchgang halt auch viel höheren Schwierigkeitsgrad spielst mit den Sachen, die du schon freigespielt hast. Ich finde das geil. Man könnte ja auch einfach, um das Problem zu lösen, weiß nicht, ganz komische, dumme Idee von mir, könnte man ja auch einfach zwei unterschiedliche Speicherpunkte machen. Ist nur so eine Idee, die mir gerade so in den Kopf kommt. Pro Charakter ein Spielstand. Ich weiß, ist crazy die Idee. Dann soll es Gegenwart wieder geben, Gegenwart Story und Gegenwart Gameplay und so weiter, aber nicht wirklich mehr als in Origins. Das heißt, könnt ihr euch eigentlich sofort schenken, brauchen wir nicht, vor allem wenn es genauso scheiße ist wie in Origins. Dann lasst es einfach endlich sein und hört auf, uns Leute, die da Bock drauf haben, auf diese Gegenwart Story, die auf eine coole Gegenwart Story Bock haben, zu verarschen. Das ist eine reine Verarsche mittlerweile, finde ich persönlich. Es braucht keine Sau, wenn es so schlecht und so mit wenig Liebe gemacht wird, brauchen wir das nicht, finde ich persönlich. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, von euch, die echten Assassin's Creed Fans, die schon einige Jahre das Spiel spielen, die Reihe verfolgen, fandet ihr das in Origins gut oder interessant oder ja, kann man wenigstens machen? Nein, das war einfach aus meiner Sicht richtiger Bullshit-Müll. Das braucht keine Sau, das braucht echt keine Sau. Weil die neuen Leute, die sie erreichen wollen und erreicht haben mit Origins, die scheißen eh drauf. Die kennen es von damals gar nicht. Dementsprechend, egal. Gut, das ist eh so ein leidiges Thema. Dann, ja, wie ich schon erwähnt habe, angedeutet habe und ihr wahrscheinlich schon selber drauf kommen konntet, soll das Spiel von den Unity-Machern entwickelt worden sein. Mal schauen, wie viele Bugs das Spiel denn haben wird. Ich hoffe nicht allzu viele, aber vielleicht sagen sie dann auch wieder, ey, wir haben das schon 5 Jahre entwickelt, aber es sind ohne Ende Bugs drin. Mal gucken. Ja, Ubisoft, vielleicht bringst du dann nächstes Mal das Spiel erst raus, wenn es spielbar ist. Oder spielbarer als Unity zum Anfang, weil am Ende des Tages macht der Publisher den Druck. Und das letzte, was ich sehr, sehr komischen oder beziehungsweise nicht komisch, aber sehr interessanten Punkt finde, steht da, dass Arya und Bayek eine ähnliche Rolle einnehmen sollen wie Altair in Assassin's Creed 2. Und das heißt für mich, die werden vielleicht für ein, zwei Missionen vielleicht spielbar sein. Plus, dass die Hauptfiguren auf den Spuren von Arya und Bayek sein sollen. Weil wenn die eine ähnliche Rolle einnehmen wie Altair, der Hauptcharakter in AC2 war nicht Altair. Das heißt, vielleicht kriegen wir tatsächlich zwei komplett neue. Wer weiß, vielleicht die Kinder von den beiden. Könnte ja sein, wer weiß. Vielleicht haben sie ja nochmal neue Kinder in die Welt gesetzt. Kann man nicht wissen. Ja, vielleicht, wie gesagt, mal gucken. Also die Parallele zu AC2 ist schon mal sehr gut. Ihr wisst ja, oder einige von euch wissen ja, AC2 ist mein Lieblings-Assassin's Creed. Und dementsprechend ist es immer ganz gut. Aber wie gesagt, das heißt, es müsste ja ein oder zwei andere Hauptcharaktere geben, die auf den Spuren von Arya und Bayek wandeln. Das heißt, es könnte ja wie gesagt sein, dass die das Erbe weitertragen wollen, was Bayek und Arya nach Europa gebracht haben, die Bruderschaft und so weiter, dass sie auf den Spuren ihrer Vorbilder oder Vorgänger sind. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Obwohl ich ja, wie gesagt, auch mehrfach schon erwähnt, gerne nochmal Bayek sehen würde als Hauptcharakter. Naja gut, okay Freunde, das sind die ganzen Sachen, es ist sehr, sehr viel, ich rede schon fast 20 Minuten, aber gut,
Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal aufzunehmen, damit ich 3 Minuten spare, indem ich schneller rede. Es muss auch ein bisschen Leidenschaft drin sein. Es muss auch ein bisschen eigene Gedanken mit hinzugefügt sein, wie bei der Gegenwart-Story. Es muss einfach so sein. Und wer es nicht bis zum Ende anhört, der ist halt selber schuld. Ganz einfach. Also, wenn ihr noch hier hört, dann Hashtag AC2. Mach mal, nee, warte mal. Hashtag Alter ihr. Hashtag Alter ihr, genau. Wenn ihr noch bis hierhin hört, Hashtag Alter ihr, bitte in die Kommentare spammen und natürlich eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu den genannten Punkten? Was sind eure Erwartungen? Habt ihr Bock, dieses Jahr schon wieder ein neues Assassin's Creed zu zocken? Oder sagt ihr, nee, warte mal, macht jetzt bitte nicht schon wieder den gleichen Fehler und macht jetzt jedes Jahr ein neues Assassin's Creed? Das war doch das große Ding, der große Aufhänger für Origins. Ihr habt euch mal Zeit gelassen, ein Jahr Zeit, ein Jahr ohne Assassin's Creed, zumindest neues, aber die Collection. Lasst euch Zeit, bitte ballert nicht schon wieder das nächste Spiel raus. Lasst euch Zeit, entwickelt es in aller Ruhe. Macht jetzt nicht Origins 1.5, sondern versucht die ganze Sache noch weiter zu treiben, noch größer zu machen, noch besser zu machen und so weiter. Was ist eure Meinung dazu? Ja, ich sage, wie am Anfang, ich glaube, es könnte ein größeres Add-on Standalone werden. Was auch wiederum auf der einen Seite cool wäre, auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, weil durch die gesamten Sachen werden die ganzen Szenarien verballert. Ja, das hatte ich schon öfters mal gesagt, wenn wir jetzt gerade schon den Unity-Vergleich haben. Paris, Frankreich, die Französische Revolution ist so ein interessantes, geiles Thema. So eine interessante, geile Stadt, super gebaut bei Unity, das haben sie ja eh drauf. Aber das Thema, die Stadt ist verbrannt für die Assassin's Creed-Reihe. Das heißt, wir kommen nie wieder zu der Zeit nach Paris, nach Frankreich. Es wird nicht mehr passieren. Und dementsprechend ist es schade, wenn es jetzt wirklich großes, größeres Add-on oder größeres Standalone wäre, was jetzt aber nicht auf dem Level von Origins ist. Falls das stimmt, so, also falls der Gedanke von mir stimmt, wäre es ein bisschen schade. Also ich denke, ihr könnt mir folgen. Es wäre halt ein bisschen schade, weil die ganzen Szenarien, ganzen Gebiete und so weiter verbrannt werden. Also sie kommt nicht mehr vor. Das ist halt auch der Punkt mit den Charakteren. Das hatte ich auch schon mehrfach gesagt. Ich denke nicht, dass wir jemals, auch wenn das jetzt Unity ist, vielleicht in 1-2 Missionen, vielleicht in Rückblicken und so weiter, dass es vielleicht irgendwann mal passiert, dass wir nochmal einen Arno sehen, dass wir nochmal einen Jacob sehen und so weiter. Aber die Charaktere sind auch verbrannt für ein Spiel. Das habe ich ja auch schon seit Jahren angemerkt, dass es schade ist, dass jedes Spiel ein neuer Charakter ist. Jedes Spiel ist ein neues Gebiet. Was gut, neues Gebiet ist cool so, wenn jedes Spiel seinen Stellenwert hat. Ich meine, es gab es ja auch in der Ezio-Trilogie, aber man hat den Charakter behalten, man hat ihn noch näher kennengelernt, man hat noch mehr von ihm erfahren. Klar, für mich persönlich ist ein Arno zum Beispiel oder ein Jacob bei weitem nicht auf dem Level von einem Ezio. Auch nicht auf dem Level von einem Edward. Gut, Edward hatten wir zum Beispiel auch nur in einem Spiel als Hauptdarsteller, aber er kam im Vergleich zu Jacob oder Arno in anderen Spielen wiederum vor. Ja, man hat von seinem Sohn, von seinem Enkel viel gesehen und diese Kenway-Trilogie, nenne ich sie ja ganz gerne, hatte man, was mehr Tiefe einem Edward gibt, mehr Tiefe einem Connor gibt, als einem Arno und so weiter. Sowas möchte ich haben. Ich meine, gut, wer jetzt ein bisschen auf Korinthenkacke machen möchte, ja, aber Arno gab es ja quasi auch so ein bisschen Ansatz in Rogue und so. Ja, ich weiß, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine im Großen und Ganzen. Deswegen wäre cool, wenn du Charaktere hast, die auf den Spuren von Aya und Bayek, ich meine, obwohl Aya mir eigentlich egal ist, ich will Bayek haben. Ich will Bayek als Charakter haben. Wäre schon cool, aber ich will Bayek als Hauptcharakter haben. Und, stimmt, da kommt mir gleich mal, und jetzt schließe ich das wieder ab, das ist viel zu lang, das hört sich wirklich keiner an. Aber, wenn es jetzt 2 verschiedene Charaktere wären, wie wäre das eigentlich, obwohl es wird ja nicht zu dem Punkt passen, dass die Hauptgebietsbosse die gleichen sind. Aber mir kam so der Gedanke, wie wäre das eigentlich, wenn du als erstes Bayek spielen könntest, ja, und dann vielleicht sein Sohn der 2. Charakter ist. Dass es dann Überschneidungen gibt zwar,
aber dass du dann ein paar Jahre später auf den Spuren deines Vaters oder so agierst. Aber das passt ja dann wiederum nicht zu dem Punkt, dass die Gebietsbosse gleich sind, weil wenn Bayek die ausschaltet, können sie nicht 15 Jahre später, wenn sein Sohn dann langläuft, wieder dastehen. Das passt dann wiederum auch nicht. Aber das wäre ein cooler Gedanke gewesen. Naja, egal. Schade. Tja, gut, Freunde. Jetzt aber wirklich genug. Ihr wisst, Hashtag reinknallen, den ich gesagt habe. Ich wiederhole ihn nicht für die Leute, die dann zum Ende springen und dann mit cool sein wollen. Und eure Meinung, eine Bewertung wäre auch super. Gut, man merkt schon wieder. Es geht um Assassin's Creed. Er ist direkt wieder mittendrin mit Leidenschaft und so weiter. Ah, Mann. Aber es macht Bock. Freunde, wir hören uns sicherlich spätestens zu E3, wenn es dann Neues gibt zu Assassin's Creed oder auch neuen Titeln. Allgemein freue ich mich natürlich sehr auf die E3. So, gut, das war's. Haut rein, Freunde. Danke fürs Zusehen bis hierhin. Und tschüss.